gibt Deutschland kämpfen und siegen. Das erste Spiel Deutschland gegen Japan. Historisch gesehen hatten wir schon mal ein Bündnis gehabt. Gnabry, Flanke. Ah, los. Er ist da und kann den Ball hier klären. So, unsere Gruppenmitglieder bei dieser WM sind ja Spanien, Costa Rica und Japan. Könnte interessant werden. Das war aber auch dumm gespielt. Ich lasse so eine Lücke offen. Wenn das schon so anfängt mit Deutschland. Schon wieder eine riesen Lücke. Ich raste aus. Sehr dribbelstark, da sehen wir es wieder. Jetzt ist er auf und davor. Werner! Jawohl! 1 zu 1. So Sicherheit und legen sich den Gegner langsam zurecht. Oh, ja. Schieße. Da passt der Torhüter auf. Oh. Er geht schön dazwischen. Alles zwei ist. Kann er blocken. Gut aufgepasst. Sie kontern. Oh, oh nein. Das könnte noch rot sein. Oh Gott, das Gott sei Dank. Die gelbe Karte gegen Deutschland. Und jetzt muss er hier natürlich ein bisschen. Gabo Shibasaki. Machen Sie gut. Steilpass. Abseits. Tolles Spiel. Abseits. Ein richtig schönes Tor. Sie holen sich die Führung zurück. Ich glaube, es hat. Hier kommt nochmal die Wiederholung dieses wirklich schönen Treffers. Erst der Steilpass. So, die Chance jetzt. Platsch. Oh mein Gott. Neuer. 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 Halt doch mal den Ball. Ich bin hier gegen Japan in Deutschland. Ah. Nach diesem Treffer steht es nun 3-1. Genau, so viele. Das ist Deutschland. Und so fliegen! So, und jetzt bin ich mal gespannt. Da ist das Tor. Sie verkürzen. Weiter geht's. Oh, no. Vielleicht wird's über Müller jetzt gefährlich. Sunny. Tor! Und jetzt ist hier alles wieder offen. Zwei Tore. Wir holen uns den Pokal zurück. Wir holen den Pokal. Auf geht's. Wir holen uns den Pokal zurück. Ecke kommt rein. Nein, keine gute Befürchtung. Das ist die Führung. Sie machen hier tatsächlich noch das Tor. Unglaublich. Ich will nicht mein erstes Spiel verlieren. Gegen Japan auch noch. Schmerz. So, jetzt tut sich hier nichts mehr. Die deutsche Mannschaft hat dieses Spiel also verloren. Wenn wir uns die Gründe für diese Niederlage anschauen, dann müssen wir ja das späte Gegentor nennen. Davon haben sie sich nicht mehr erholt.